Kölner Spendenmarkt. Oh, unbediente Kanne. Kanne. Ah, was haben wir hier? Ah, es geht weiter. Ah. Ostwind. Cinematic Motion. Hutablage, Koffer. Neukölln ist gnädig zu uns. Es gibt so viel zu finden auf den Straßen. Einer der schönsten Ecken in Berlin. Mmh, gemütlich eingerichtet. Mmh, nächste Installation. Yay. Schön. Marlies hat die Augen auf. Bist du? Nein, nicht wirklich. Aber für mich ist das schon viel wert. Ich dachte schon. Wenn du so was wie ansprechbar bist. Ach so, du meinst, ich dachte, die sehen jetzt viel wacher aus als sonst. Nicht wirklich. Das ist immer Schlafaugen. So ein Brötchen, ne? Ja. Ich muss jetzt raus, ja. Kannst ja runterkommen, kurz, schon mal kurz quatschen oder so. Also guten Morgen im Laden. Was habe ich jetzt gerade auf der Straße gefunden? Steht da so eine alte Waage. Ja, ich weiß. Knapp 8 Stunden haben wir zur Verfügung. Steht da heute eine Waage drin? Was steht denn heute? Endlich greift der Hilfsjustiz durch. 60.000 Strafbefehl für Rüppel-Fahrradfahrer. So. Rüppel-Radfahrer? Rapper. Rapper. So. Achtung, Warnstreik. Heute keine Straßenreinigung, morgen keine U-Bahn. Die Straßenreinigung heute mache ich ja. Und trotzdem, da ist das ganze Woche nicht passiert. Strafbefehl für Rüppelrapper. Was hat er denn gerappt? Erst bellte sein Hund, dann brüllte der Rüppelrapper. Strafbefehl gegen Contra K, weil er am Wannsee Anwohner bedroht und Polizisten beleidigt haben soll. Ich dachte, der rappt irgendwie zu hart. Er kann ja sagen, er hat seine Songtexte geübt, kann er ja sagen. Hm? Hast du was von Axel und Alex gehört? Nö. Alles nicht so wichtig. Ja. Der Rüppelrapper. Wir wollen aufnehmen. Testfahrt, da läuft er. Ja, ein bisschen zu klein. Aber wir stehen auf kleine Räder. Ich versuche jetzt krampfhaft dieses Rad zu verkaufen. Also. Bitte. Naja, weil das ist ja ihre Größe, habe ich ihr gesagt. Glaubt sie mir jetzt fast. Jetzt fährt sie schon mal eine Runde Probe. Also, du bist verkaufen, ja. Nee, natürlich nicht. Das ist natürlich ihr. Das ist von ihrem Sohn. Aber das sieht jetzt natürlich so aus, als würde ich ihr viel zu kleine Räder verkaufen. Mann, bist du laut schon wieder. Hast du noch eine Nebentätigkeit angenommen gerade? Ja, doch nicht mehr, ja. Als Reporter, BZ-Reporter. Ich muss wissen, wie eine Stimmung bei mir aufkommt. Stimmung? Naja, na die ganze Woche lang. Ja, bei dir Stimmung, bei mir Tinnitus. Ja. Naja, da schreit er von der Seite ins Ohr rein hier, auf einmal. Ja. Kriegt er seine Anfälle. Oh, Don Quixote. Er wird mal sagen, das hält die Luft, wa? Müsste jetzt schon leer sein, ne? Also wenn es ein großes Loch ist, ja. Ansonsten kannst du natürlich auch. Dank Corona ist dies ja nicht los. Nein. Ja. Unser Carsten auch auf dem Flohmarkt, hat der auch verkauft. Na, aber der geht doch nicht hier auf dem Flohmarkt. Nein, ich meine, bei Ronald war da schon. Ostbahnhof. Das weiß ich nicht, genau. Muss mal fragen. Ach, na ja. Jetzt sieht die Schlange schon wieder bis hier drüben. Siehst du, jetzt haben wir hier schon voraus Nummer 8 stehen sie schon. Na, ist eine Katastrophe. Hallo, moin. Ja, kommt doch keiner mehr in die Straße rein, wenn die wissen, hier vorne ist das Pestzentrum und da hinten ist eine Sackgasse, da kommt doch keiner mehr raus. Mann, in der Straße dreht sich hier alles nur noch um Corona. Unglaublich. Ja, sehr schön. Ja, findest du? Ein Bandit. Wer? Du. Wo? Was? Moment, du bist derjenige, der das Geld kriegt, also bist du der Bandit. Naja, aber nur für redliche Arbeit. Und ja, aber nur mit A, mit E nicht. Kannst du erstmal unten stehen lassen, sonst habe ich nachher zwei oben stehen.
Ach, bist du mit dem Rad gekommen? Nein. Was so meinst du? Ja. Okay. Erster Auftrag heute. Heute ist wieder schönes Wetter. Also. Gegenüber diesem regnerischen Samstag, an dem er wirklich gar nichts los war, an dem er sehr viel Freizeit hatte, ist heute sehr, sehr gutes Wetter. Perfekt. Dann sagte ich zu der guten Dame: Gute Frau, Ihre Bremsbeläge sind abgelaufen. Und dann schaute sie ganz skeptisch, so als wollte ich ihr irgendwas aufschwatzen. Jetzt schaut euch mal die Bremsbeläge an. Also nur mal als. Sie hat mich angeguckt, als wenn, aber hier ist nichts mehr, absolut nichts, schon im Minusbereich, ja, also die sind wirklich gut verschlissen. Und das vorne und auch hinten. Ich zeige euch mal die vorderen, da ist einer der vorderen Belege, also das sieht man ja, ne? Da ist nichts mehr. Mit Nachstellen ist da nichts mehr getan. Also man kann natürlich nachstellen und die bremsen ja auch nach wie vor immer noch. Aber eben, jetzt ist der kritische Moment erreicht, in dem dann diese Felgen angegriffen werden. Und wenn nämlich Metall auf Metall kratzt, das ist nicht gut. Dann hobelst die Felge kaputt und das war's. Und jetzt gibt es einen neuen Bremsbelag. Hallo? Herr, bitte? Ich habe nur eine kleine Frage. Ja, bitte? Eine Fahrradkette, eine neue draufziehen. Was kostet das bei Ihnen? Wie viele Gänge hast du denn? Bitte? Wie viele Gänge hast du denn? Ich glaube 8. Also eine Nabenschaltung? Ich schätze mal. Na, ist die Schaltung in der Narbe drin oder hast du einen Umwerfer hinten, der die Kette hin und her über verschiedene Zahnkränze schiebt? Ja, 8 verschiedene Zahnkränze ist Kettenschaltung. Das kostet dann, ich glaube, 28 Euro. Okay, das wollte ich nur mal wissen. Sind ja. Das also eine gute Kette ist es denn schon, weil die einfachen verbauen wir einfach nicht. Weil es soll schon mindestens 2 Jahre halten, bei guter Pflege länger. Ja, danke ja? Schön, dann weiß ich Bescheid. Ja? Bitte, bitte. Tschüss. Ciao. Jetzt das Plättchen geholt, ja? Genau.
Gazelle Basic. Sie möchte, die Dame hat es eingesehen, dass der Originalständer nicht des Pudels Kern ist oder das goldene Ei oder was auch immer man so sagen kann. Also es ist auf alle Fälle nicht die Lösung dieser Seitenständer. Und sie möchte einen vernünftigen Fahrradständer haben. Nun, vernünftige Fahrradständer haben wir da unten. Jetzt sind die Ursus Jumbo Doppelständer. Ich bin sehr begeistert von denen tatsächlich. Ich finde die sehr, 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 sehr toll. Man braucht beim Hollandrad, aber um einen normalen Ständer einzubauen und keinen Hollandradständer, braucht man so eine Adapterplatte. Die sieht so aus. Da funktioniert das auch. Jetzt bauen wir erstmal den alten Fahrradständer ab. Alle Trommel. Frankie. Odo, mein Frankie. Was für eine andere, wo ich verkaufen kann? Gamer-Laptop? Kommt drauf an, wie gut der ist. Der ist gut. Der hat 1400 gekostet. Naja, okay. Hat er gekostet, ja. Ja, ja. Und? Da wollte ich loswerden können. Ja. Na, wie viel möchtest du dafür haben? Wie? 600, ja. Wie alt ist der? Ein Jahr. Ein Jahr? Ja. Ist doch eine lange Schraube. Wer macht denn so eine Schraube hier drin? Hier, damit man mal sieht, warum schraubt ihr denn so ewig da dran? Hier, da sieht man das? Ja, da, das alles. Normalerweise ist das, dauert das natürlich nicht so lange. Oh, meine Güte, meine Güte. Oh, was ist denn jetzt so schwer? Sprecher Nummer 1 haben wir schon draußen. Sprecher Nummer 2 haben wir draußen. Sprecher Nummer 3 ist gleich draußen. Sprecher Nummer 4. Vier Speichen. Alle anderen sind derart locker. Meine Güte. Vier Speichen, okay. A, eine Länge von 2,82. Was für ein Ding? Hä? Hä? Na, keine Ahnung. Hör nur die Hälfte. So Rauschen. Rausche. Danke. Bitte, bitte. Ja, bitte. Hallo? Doch, einer da. Hallo. Hallo. Was soll sein? Wir würden gerne ein Herrenrad kaufen. Ein Herrenrad? Ja. Ja, müssen wir mal schauen, was da ist. Hinten mal schauen? Ja, ja. Danke dir. Schaut euch um.
Nein, hinter der Tür, genau. Ja, ganz genau. Da, da. Ah. Gelbe Tonne! Ah, ja, man muss das aufnehmen. Ja, man kommt nicht. Du hast so festgetreten, dass es unter die Speichen gerutscht ist. Schade. Ja, das muss aber. Das war schon ein bisschen. Das ist ja wohl leicht gebogen. Schalt weg. Keine Ahnung warum. Why do you don't know? I don't know why. Ah. Oh, anders geht's leider nicht. Andy, what's the best way to clean the bicycle? Mark off? Ja, it's expensive, huh? But, yeah. I know, it's so expensive, so I don't want to buy it. But if it's the only choice, I guess I have to. I just went to cleaning today, to the Gasstelle. Tankstelle. Tankstelle, yeah. So jetzt, so selber ist die Chain. Oh, von meinen Händen. Das ist die beste für, aus mich. Und, hast du was gefunden? Nee, leider alles zu modern, alles so eine 4-Loch, 4er, 5er. Was? No chance. And this one is... Better. Whoa! Amazing! It's center by yourself. But if you put it out and in, it's the same. And maybe the screws are not very good. You have to maybe you have to change the screws for good ones. Yeah. Hmm. Yes, so now it's the shift. Shift is wichtig in a program here. It's the second one. No, it's in. First, fast. And no, no, yeah, no. It's a whole thing. No, how it works here? This one? Ah, like this. Okay. Yeah. Second one. And this one is not working. Now it's still second. Yeah. Ah, okay. Fast. First. Second. Third. Fourth. Yeah. Third. Mit 6. Oh, wait. 1, 2, 3, 4. No, it's okay. 7, yeah. But you can hear it. It's very awkward. Sehr schräg. Schräg. Also, not straight. It's like this. What's ah, okay. Next one. Yeah, after, yeah. Next one? 9, yeah. Du hast 11, ne? Yeah. It's 10? Yeah. Okay, it's 11. Okay. Ta-ta. And it goes, yeah. We have still... Yeah, exactly, this is what I'm saying. I don't know. Why? You don't know why?
Maybe this part? This is maybe for also 12. Huh? No, it wasn't like this in the beginning. At some point it changed. No, but you have one click more, huh? No, I have 11 clicks. Yeah, you have 11 and now you have one spare. I don't know why. I can tune it up. No, but I have to... So what do you have to do now? Yeah, not this one. Sorry. Okay. Can we change? Change the position. So. But you know my problem is now, yeah? Yeah. But it's not the. The lowest gear I have a problem. Yet now. Yes. A gear in general has a problem. No, that's not the problem. So, now. Now? That's why it's so snell. Yeah, it's only one, you know, every time it's only one. If you know what you have to do. See? Huh? Yeah. Sounds weird. Yeah, it works. Oh, you see? It works. Yeah, but what happens if I go to the lightest? Is it gonna fall out of the chain again, you think? No, you have to go to the lightest. Try it now. I adjust it. Okay. I make it... It's gesperrt. I make it stop in the right position. Yes. Okay, so komm gleich. Ja. Kein Problem. Keine Ahnung, was war da los? Schaltwerk nicht richtig eingestellt, verstellt, umgefallen. Ja, mal hin. Gute Nacht.